So, da ist der erste. Das Blöde ist nur, dass da direkt daneben ein zweiter steht. Aber wenn der nah genug rankommt jetzt... Na, natürlich nicht! Da dreh dich um! Was sind das blöde Dämonen? Nur nicht, dass sich der umdreht, während ich den gerade vernichte. Genau deswegen. Woo! Wupp! Reicht das? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Verlier das Interesse. Verlier das Interesse. Er hat das Interesse verloren. Okay. Oh Gott. Wie ich diese Dinger hasse. Wie ich sie doch hasse. Da drüben ist eine Krähe. Wenn ich mich darüber schleiche, könnte ich die vielleicht auslösen. Geh zur Krähe. Geh zur Krähe. Geh gefälligst zur Krähe, habe ich gesagt. Da, Krähe. Los, los, hol sie dir, los. Krähe, Krähe, Dämon, Dämon, Krähe. Macht euch bekannt. Oh, die erwischt ihn nicht. Ich glaub sie nicht. Ist der andere, der andere ist auch ziemlich nah an dem dran, oder? Wie kann man den einen rankommen, ohne den anderen auch auf mich aufmerksam zu machen? Mal, dreh mal um kurz. Ich will mal ungefähr schauen, wo der andere ist. Da kriege ich ja den vorher. Eieiei, ist das immer eine Warterei? Ist ja furchtbar. Oh Gott. Sieht er mich durch die Wand? Ja, sieht mich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. What Gott? Gott im Himmel. Hilfe. Ah, oh, du hyperaktives Miststück. Whoop. Nein. Oh, lass mich in Ruhe. Boah, wie ich das hasse. Eieieiei. So, dreh um. Geh deiner Wege. Das machen wir jetzt einfach und schnell. So, jetzt warten wir ganz einfach, bis du wieder umdrehst. Und dann hole ich mir dich. Ah, ich kann den Satz nicht aussprechen. So, vernichten, fertig. Ende der Debatte. Mein Gott, mache ich das kompliziert. Eieieiei. Ist denn noch irgendwas zum Sammeln? Zufällig? In so einem großen Gebiet muss doch irgendwo noch was sein. Irgend so einer Zelle. Oder so. Riesenwand. Ach, sehr nah. Diese Teile. Diese Teile sind nicht meine. Wo bin ich? Arbeiten Sie hier? Zeigen Sie etwas Gnade. Ich wünschte, ich könnte helfen. Tut mir leid. Aber wir können nicht helfen. Also können wir es auch gleich lassen. Was ist denn das hier? Schmerztherapie. Oh, schön. So eine richtig schöne Atmosphäre hier. Was ist denn das da? Kleine Voodoo-Puppe. Ach, das ist die Katze wieder. Aber hier scheint anscheinend auch gar nichts zu sein. Ist hier zumindest kein Sammelobjekt. Na dann. Gehen wir weiter. Ach, das Bild habe ich in der einen Vorsehung gesehen. In der Vision.
Rex um Rat bitten. Ich fragte Rex, was er von Ronans Antrag hielt, und er schenkte mir nur ein breites Lächeln. Er mochte Ronan immer. Ich glaube, er war bloß überrascht, dass er so etwas Gewöhnliches tun würde, wie mir einen Antrag zu machen. Aber er nahm es als gutes Zeichen auf. Ich denke, das sollte ich auch. Ist hier irgendwas von Bedeutung? Dadurch geht's ja nicht. Achso, da bin ich hier gerade hergekommen. Von daher. Irgendwo ein Dämon? In nächster Nähe? Nein. Mal kurz durchbeamen. Ha! Gut. Wir sind schon mal auf der anderen Seite. Ist zumindest positiv. Da ist noch so ein Ding. Eins fehlt mir noch. Hey, Ronan! Hast du mich vergessen? Ist das Geist nicht so einfach, seinen Weg zu finden? Nicht so einfach, wie man das vielleicht denkt. Mit der reden, oder? Nö. Ding dong. Und so. Bin ja schon da. Mein Gott, du bist ja weit gekommen. Dich kann man auch nicht alleine lassen. Ist da eine Kamera? Schocktherapie Sorgen gemacht. Sie hat bereits einen Dachschaden. Sag sowas nicht. Na schön. Finde raus, was deine komatöse Zeugin zu bieten hat. Ihr bekommt sie nicht. Ihr bekommt sie nicht. Ihr bekommt sie nicht. Ihr bekommt sie nicht. Iris, kommt nicht. Keine Angst, ich bin hier, um dir zu helfen. Tötet meine Schwester nicht! Ich glaube, ich kenne das Symbol. Ich habe es schon mal gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht in Mams Buch? Sie sehen definitiv vertraut aus. Dieses bedeutet Schutz. Sie weiß es noch. Okay. Tut mir leid, Kleine. Vielleicht hätten wir dich doch nicht gebraucht. Das freut sie jetzt bestimmt. Vor allem, dass die Tür auch wieder ins Schloss gefallen ist. Sehr schön. Warte mal, was war das jetzt gerade? Natürlich habe ich das jetzt wieder nicht gesehen. War da irgendwas? Da, Iris Aufenthaltsort. Iris, achso, geliebter Mensch, okay, das hatten wir ja schon. Okay, daneben nicht. Was zum Teufel? Sie hat mich rausgeschmissen. Okay. Mal sehen, ob mir irgendwas hier sagt, was mit dem Mädchen los ist. Ich würde mal sagen, den Zeichnungen zufolge, ist sie ein bisschen geistig krank. 7 Hinweise auf den Bildern. Was will Iris uns mit dieser Zeichnung mitteilen? Glocke? 2 Dinge. Ich würde sagen, auf dem Scheiterhof Haufen verbrannt. Okay, interessante Rückblende. Was haben wir hier? Aufgewühlt. Ja, das betrifft einen Glockenmord, das Verbrennen eines Opfers auf dem Scheiterhaufen. Das wollte ich noch kurz anschauen. Gestörte Zeichnung. Iris muss ihre inneren Dämonen mit diesen Zeichnungen ausdrücken. Iris sieht mich. Iris kann mich sehen. Sie ist auch ein Medium. Das würde mich interessieren. Was will Iris uns mit dieser Zeichnung mitteilen? Mal. Ich würde sagen, gejagt von den Dämonen, so wie es aussieht. Gejagt
und noch eins. Gequält, verspielt oder glücklich? Gequält wohl am ehesten. Iris gefangen genommen. Iris wurde von ihrem Angreifer gefasst. Was haben wir noch hier? Wofür sind diese Dinger? Für eine Art Kunsttherapie oder sowas? Macht nein! Blau! Blaue Augen! Kalt wie der Tod! Wer hatte blaue Augen? Und wie der Tod? Was soll das bedeuten? Blaue Augen! Wolfsaugen! Blaue Starren! Blaue Augen. Jemand mit blauen Augen verstörte Iris sehr. Warum geht diese Tür nicht auf? Buntstifte. Kunsttherapie. Warum sollten sie ihr Stifte geben? Ist das irgendwie Teil ihrer Therapie? Umgekippt. Iris scheint im Moment sehr aufgewühlt zu sein. Ach was. Erzähl doch keinen Mist. Irgendwas hier muss noch sein. Oder kann ich mit der schon reden? Oder mit ihr reden? Ach, ich kann ja herausgehen. Aha! Ha! In einer gestrigen Pressekonferenz des Salem Police Department bestätigte Polizeisprecherin Ingrid Larsen, dass kein Verdächtiger verhaftet wurde und es keine neuen Hinweise in dem Fall gibt. Während wir die Bürger Salems anhalten, ruhig zu bleiben und ihr normales Leben fortzusetzen, sagt Detective Larsen, ermuntern wir gleichzeitig die Leute mit jeglichen eventuell hilfreichen Hinweisen an uns heranzutreten. Es liegt jetzt bei uns allen, zusammenzuarbeiten und unsere Gemeinde sicher zu machen. Stelle fest, was Iris und der Glockenmörder getan haben, Toten. Irgendwas muss hier noch sein, irgendein Hinweis. Aber ich sehe nicht was. Sobald ich da rausgehe, bringt's mir ja nichts mehr. Ich glaube, wir fallen ganz schön auf. Nee, keiner weiß was. Wir unterhalten uns hier doch nur, oder? Ja. Mehr als das. Du glaubst, wir sind unsichtbar, aber die Leute sehen sowas. Nein, die sehen nicht, dass es miteinander treibt. Nein, das ist ganz geheim. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Oh, süß. Ah, da liegt noch was, oder? Ach komm, das war ein guter Hinweis. Irgendwas am Boden. Hä, ich sehe gerade wirklich nichts, was ich suchen muss. Eine Decke oben. Da oben, oder das da. Hä? Ich weiß gar nicht, wie ich das einsetzen soll. Oh, das Bild verstört mich wirklich. Ach, jetzt geht's. Was will Iris uns mit dieser Zeichnung mitteilen? Zwei Mädchen? Verbunden. Ach, Zwillinge dürften das sein. Iris hat eine Zwillingsschwester. Die eine hat er wahrscheinlich erwischt, die andere nicht.